habe gerade meinen großen Sohn gefragt, was möchte er morgen in die Lunchbox nehmen? Die Antwort war, lass mich kurz rechnen. Und da stand ich einfach nur da und habe die Sau ins Ohr geguckt und gefragt, was rechnest du denn da? Na Papa, ich muss doch wissen, wie viele Frühstückspausen es morgen gibt. So, und mitnehmen möchte er Weintrauben. Es gibt übrigens morgen zwei. Dann habe ich irgendwo da hinten, guck mal, da sind noch Erdbeeren. Und noch was von der Gurke. Mehr Wünsche gibt's nicht. Und weil übrigens so viel gefragt wurde, warum ich die Erdbeeren diese Woche nicht eingetuppert habe, ich war zu faul. Diese Woche ist einfach Oberbörner an Terminen, an Sachen zu tun, deswegen, ich hab's nicht gemacht. Dafür beantworte ich euch natürlich die Frage und kann euch sagen, dass ich dieses Jahr im November 4-jähriges TikTok-Jubiläum habe. Und wer sich erinnert oder seit Anfang an dabei ist, weiß, dass ich damals nur Lego-Videos gemacht habe. Und ich tatsächlich nie gedacht hätte, dass das mal mein Job wird. Aber ich bin unheimlich dankbar rückblickend, dass ich an so einem komischen Oktobertag gedacht habe, ey, lad mal Lego-Video hoch. Das hat einfach mein ganzes Leben komplett verändert.